Also ein ganz wichtiger Vorteil ist gerade bei den Amateursportlern, die ja berufstätig sind, die dann abgehetzt zum Training kommen, die vielleicht auch einen ganz anstrengenden Berufsalltag haben, körperlich, auch geistig. Vor dem Training, wenn es dann auf den Fußballplatz geht, war das dann noch sehr hilfreich, weil man schließt sich dann quasi an den Strom und ist dann danach, man ist jetzt nicht Hulk, wenn man aufsteht, aber man fühlt sich doch deutlich erholter. Trauma verletzt, hatte dann Bluterguss im Oberschenkel und durch den Reizstrom ist der Bluterguss dann schneller verheilt bzw. weggegangen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Folge habe ich mich unterhalten mit dem Physiotherapeuten Christian Fuhlzaupe und zwei Amateur-Fußballspielern zum Thema von Mikrostrom und natürlich auch der LED-Lichttherapie im Amateursportbereich. Wir haben ja in der Vergangenheit schon einige Episoden auch über den Profisport gemacht. Wir haben über den Einsatz der Therapie bei Eintracht Frankfurt gesprochen, bei den Olympiaden, bei der Winter- und bei der Sommerolympiade gesprochen. Und jetzt haben wir uns gedacht, es sind ja nicht nur Profisportler, die von dieser Therapie einen Nutzen ziehen sollen, sondern natürlich sind es auch sehr, sehr viele Amateursportler. Und da der Bereich Fußball sicherlich einer der mit am weit abgedecktesten Sportbereiche ist, haben wir uns gedacht, okay, da gucken wir mal, wie kriegen wir hier eine Episode raus. Und siehe da, da waren gleich zwei Amateurfußballspieler bereit, einmal ihre Meinung, ihre Erfahrung mitzuteilen und mal zu erklären, wie sie das für sich erleben, diese Therapie im Bereich Prävention, im Bereich Verletzungsbehandlung, aber auch in dem Bereich Regeneration und auch gerade dem Bereich eines vegetativen Ausgleichs. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt mal in das lockere Gespräch, was wir hatten. Ich möchte nicht einmal Interview sagen, es war tatsächlich eine sehr angenehme, sehr lustige Runde und ich sage viel Spaß bei dieser Episode. Ich bin heute wieder bei Christian Fuhlzaupe in der Physiotherapie Fit durch Physio. Und wir wollen uns heute unterhalten, zusammen mit dem Marvin, über das Thema Regeneration, Verletzungen, Prävention mit Mikrostrom im Bereich des Amateursports, genauer gesagt im Bereich Amateurfußball. Aber da wird der Marvin sicherlich noch eine Kleinigkeit zu sagen, wo er spielt. Und ja, dann würde ich sagen, hallo Christian, schön wieder hier zu sein. Ja, freut mich auch, dich wieder zu sehen. Und ja, wie siehst du das Thema Mikrostrom generell, jetzt haben wir mal von der professionellen Seite als Physiotherapeut und euer schon langjähriger Anwender der Mikrostromtherapie bei. Jetzt gehen wir mal weg vom Profisport, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, sondern der Großteil sind ja Amateursportler, die auch das Ganze, die Therapie erfahren möchten und auch erfahren sollten in vielen Bereichen. Wie siehst du das als Profi, also als Therapeut? Ja, der erste Hindernis ist immer, die können sich nichts drunter vorstellen. Über die Wirkung, über den Ablauf der Behandlung, sind auch manche Ressentiments erstmal da, ob sie das durchführen. Sie kennen dann nur Reizstrom, aber wir wissen ja, Mikroenergie hat mit Reizstrom überhaupt nichts zu tun, das ist ja ganz das Gegenteil. Und das heißt erstmal den Patienten informieren und das Vertrauen gewinnen, ihnen aufzuzeigen, wie die Wirkung von Mikroenergie ist. Ja. Und wo siehst du gerade mal, nehmen wir mal den Fußball, im Amateurfußball, wo siehst du speziell Einsatzmöglichkeiten? Was sind deine Erfahrungen da auch? Also ein ganz wichtiger Vorteil ist gerade bei den Amateursportlern, die ja berufstätig sind, die dann abgehetzt zum Training kommen, die vielleicht auch einen ganz anstrengenden Berufsalltag haben, körperlich, auch geistig, stark gefordert sind und dann ins Training einsteigen und auf den oberen Amateur-Level-Bereich wird ja auch einiges abverlangt. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie eine Vergnügungsmannschaft ist, sondern die wollen ja auch leistungsorientiert spielen und trainieren auch leistungsorientiert. Und da sehe ich einen großen Vorteil drin, Verletzungen zu vermeiden. Aber vielleicht kann der Marvin ja auch da was dazu mal erzählen aus seiner Erfahrung. Ja, also anfangs war ich selber ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, ja, was soll das jetzt bringen? Ich schließe mich jetzt hier an am Mikrostrom und das soll jetzt wirken oder helfen. Und nach ein paar Behandlungen, nach ein paar Therapien habe ich dann schon gemerkt, oh, das bringt doch was, wenn man gerade von der Arbeit kaputt ist,
und dann den Mikrostrom angesetzt bekommt, dann fühlt man sich danach einfach fitter und man regeneriert auch schneller. Okay. Also es bringt auf jeden Fall was. Man hat es auch gemerkt, dass das auf jeden Fall was bringt. Ich war mal verletzt, hatte dann Bluterguss im Oberschenkel und durch den Reizstrom ist der Bluterguss dann schneller verheilt bzw. weggegangen. Mikroenergie meinst du? Genau, natürlich nicht Reizstrom, Mikroenergie. Und man hat dann auch, wo ich am Orthopäden war, hat dann auch direkt erkannt, anhand des MRT-Bildes und dass der Bluterguss raus war. Also okay, dass fast nichts mehr zu sehen war. Wie lange hat das gedauert? Ich war, glaube ich, 3-4 Mal hier und dann war es direkt weg. Also 3-4 Behandlungen. Ja. Das heißt, du warst direkt nach dem Wettkampf oder nach dem Training? Ja, direkt nach der Verletzung. Also man sollte es auch direkt im Anschluss behandeln, weil wenn der Abstand zu groß ist, dann hat das nicht mehr oder die schnelle Wirkung, sag ich mal. Ja. Und dann bist du zum Arzt gegangen, hast das nochmal kontrollieren lassen, was ist das genau? Da hat er ein MRT gemacht und hat auf dem MRT schon erkannt, die Wirkung von der Mikroenergie. Ja. Okay, ja, das ist natürlich spannend, gerade wenn man dann noch so bildgebende Verfahren dazu hat, dass man es also dann auch nochmal nachsehen kann. Und ich meine, 3-4 Behandlung bei einem Hämatom, ich weiß jetzt nicht, wie umfangreich das war, aber das ist ja schon relativ gut. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz, bevor wir nochmal kurz auf das Thema auch den Mikrostrom direkt kommen, wo spielst du, welche Liga spielt ihr, dass man eine Vorstellung davon hat? Ja, also ich spiele im Moment beim VfL 08 Fischtal, wir spielen in der Mittelrheinliga. Mhm. Ja. Und bin jetzt auch schon seit, ich meine, 2-3 Jahren da. Noch zwei Saisons, 2 Jahren da, genau. Okay. Ja, haben auch dreimal die Woche Training plus Spiel am Wochenende. Und ich mache dann meistens auch nach dem Training, wenn ich mich schlapp fühle oder meine, dann schneller regenerieren zu müssen, dann melde ich mich bei Christian und mache dann Mikrostrom, die Regeneration halt zu beschleunigen, beziehungsweise fürs Spiel oder Training am nächsten Tag fitter zu sein. Fitter zu sein, okay. Ja super. Ja. Ja. Ich meine, dreimal die Woche Training plus dann die Spiele und den normalen Alltag, das ist natürlich dann schon auch eine gute Herausforderung. Vor allen Dingen, wenn man auch noch arbeitstätig ist und dann nicht so viel Zeit hat am Tag wie die Profis. Ja. Das kann man ja jetzt mit uns nicht vergleichen. Ja, nein, klar. Ich meine, da muss man halt die beste Möglichkeit draus ziehen und das Beste draus machen, was für einen geboten wird. Ja. Wie siehst du den Aufwand Nutzen von der Therapie? Weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu regenerieren, Eistonne oder in die Sauna gehen oder solche Sachen. Wie siehst du jetzt als Amateursportler? Weil du hast ja nicht viel Zeit. Du hast deine Trainingszeiten, du hast deine Arbeitszeiten, du hast ja auch noch ein bisschen Familie, Freizeit. Das muss man ja alles unter Hut bringen. Wie siehst du da den Nutzen? Ja, so gut. Ich meine, es ist eine halbe bis dreiviertel Stunde. Es geht. Also die sollte man, wenn man diszipliniert und zielstrebig ist oder den Nutzen daraus ziehen möchte, sollte man die auf jeden Fall in Kauf nehmen und das dann machen. Mhm. Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht nochmal ganz, ich denke, was auch interessant ist, weil gerade dieses Thema, sag mal, es ist ein ausgelutschter Begriff, das Thema Prävention, ja. Aber das habe ich jetzt in vielen Bereichen schon gehört, auch im Profi-Rugby-Bereich, wo die Therapie sehr stark angewendet wird, dass es so ist, dass viele Therapeuten und Ärzte beschreiben, dass wenn sie regelmäßig das Regenerationsprogramm beispielsweise nehmen oder auch mal im vegetativen Ausgleich, dass es aber tatsächlich ihnen auffällt, dass es zu einer signifikanten Abnahme von gerade Verletzungen, Sportverletzungen, überlastungsbedingten Verletzungen kommt. Wie nimmst du das wahr, Christian, in deinem Alltag? Definitiv. Das kann ich sagen, dass durch die regelmäßigen Behandlungen oder Anwendungen signifikant das Verletzungsrisiko reduziert wird. Bei Mikroenergie ist ja auch so, dass das Gewebe leistungsfähiger wird, also optimiert wird der Stoffwechsel. Wie machst du es dann für die Praxis vielleicht, weil sind ja auch vom Podcast Zuhörern immer mal auch Anwender dabei und die sind natürlich so Fragen immer, was machst du für eine Elektrodenanlage, wie lange lässt das Programm laufen, einfache Laufzeit, doppelte Laufzeit und welches Programm speziell, wie ist es von der Praxis, jetzt nicht bezogen auf Verletzung, das ist ja klar individuell auf die Verletzung bezogen, sondern im Bereich Regeneration, auch vielleicht Stimulation vor Training, vor Wettkampf etc. Also Regenerationsprogramm, das wird eingeführt, dann, was wir sehr viel machen, ist auch Vorbereitung Sport. Das ist auch sehr gut. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Vegetativer Ausgleich ist meistens dann, wenn die gestresst sind, wenn die einen stressreichen Tag hatten, viel um die Ohren hatten, auch privat irgendwas immer dazwischen kommt oder Ärger. Da runterzufahren, auszugleichen und dann mit einem guten Gefühl ins Training einzusteigen. Also der Trainer hat mir auch gesagt, er merkt direkt, wenn die Leute gestresst sind, sie sind anfälliger für die Muskelverletzungen. Das ist ihm selber schon als Trainer aufgefallen, dass die immer wieder
stark gefordert sind im Alltag, dass die häufiger zu Muskelverletzungen neigen. Mhm. Ja, gut. Was man noch vorbehalten sollte, ist, dass man sollte schon, also finde ich für mich selber, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man es mindestens zweimal die Woche machen sollte. Also schon mehrmals, weil einmal die Woche oder einmal in zwei Wochen hat das nicht so die große Wirkung. Ja, das ist ein zu großer Abstand wahrscheinlich, genau. Und wie habt ihr das gemacht? Also war das dann eine Elektrodenanlage für den ganzen Körper? Ja, oder? Immer generell ganz Anlage. Ja, sagt ihr mal, was klebst du mir denn auf die Stirn? Ich hab's doch im Rücken. Oder, ne? Ja. Um halt auch Wirbelsäule mit einzubeziehen, also die Bereich neurologischen Komponenten auch dazu zu nehmen. Ne? Wir wissen ja auch, Vegetativum, Sympathikus, Parasympathikus, die sind ja mit dabei. Okay, vielleicht nochmal ein Thema, was hoffentlich vorbei ist, aber vielleicht auch noch nicht so ganz. Wie war das denn gerade bei euch jetzt auch beim Fußball, wie war so die Corona-Zeit? Wie kann man sich das vorstellen? Weil wir hatten halt... haben viel über Zoom-Meeting trainiert von zu Hause aus. Okay. Also das haben wir schon so dreimal die Woche gemacht, zweimal die Woche. Haben halt das Beste draus gemacht. Also andere haben vielleicht gar nicht trainiert, aber ja, wir haben es dann angestrebt und durchgezogen. Also da muss man schon sagen, dass wir da schon gut gearbeitet haben. Hattest du selber auch Corona? Nee. Ja. Ich hatte zwar schon mit drei Kontakt, aber bis jetzt habe ich mich keinmal angesteckt. Waren denn so bei hast du das gemerkt als Mannschaftskamerad, dass die Corona haben, doch mehr zu kämpfen haben im Training oder im Spiel? Ist dir das schon aufgefallen? Ja, so gewisse Rückschläge hatten sie schon. Ja, sei es jetzt von der Luft her, dass dann die Lunge ein bisschen gebraucht hat, die dir erstmal wieder in Fahrt gekommen ist. Konzentration und so, was hast du da gemerkt? Waren ja auch so von der Bewegungsabläufe. Du kennst ja deine Mitspieler, wie die sich bewegen. Also was ich jetzt aufgenommen habe, war halt, dass schneller erschöpft waren. Ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Mit Konzentration habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie schneller erschöpft waren. Ja. Okay. Wie gehst du? Hast du Sportler gehabt? Also die hat Long-Covid, Post-Covid oder einfach auch nach Infektion von Corona gehabt. Wie sind deine Erfahrungswerte dort? Sehr gut, sehr gut. Also 1 bis 2 Behandlungen, gerade mit dem Aktivierung der Atmung im Programm. Das war also sehr, sehr gut. 1 bis 2 Behandlungen, dann waren die Sportler, die ja eigentlich eine gute Grundlagenausdauer schon haben von Haus aus, aber die waren dann relativ schneller wieder fit. Also wenn ich jetzt mit Normalverbraucher, der nicht so durchtrainiert sind wie die leistungsorientierten Sportler, die haben dann doch 4, 5 Behandlungen gebraucht, bis sie wieder zurück. Okay, und dann hast du hauptsächlich auch mit anderen Programmen gearbeitet, also auch im Bereich Regeneration noch mal reingegangen oder auch muskulär was gemacht? Oder eigentlich mehr wirklich fokussiert auf den Bereich Atmung? Ich habe nur Atmung, weil die viel beschrieben dann, dass sie Schwierigkeiten haben, durchzuatmen und ihnen teilweise dann auch schwer gefallen ist, die Ausdauerleistung zu bringen und mussten dann das Training oder Spiel abbrechen. Das war sehr häufig der Fall. Das ist ja bei vielen, die das dann auch beschreiben, dass jetzt nicht nur bei Sportlern, die halt gerade sagen, jetzt bei langen Treppenaufstiegen beispielsweise, dann entsprechend da Probleme haben. Wobei ich den Sportler immer darauf aufmerksam mache, der sollte bitte immer wieder seinen Hausarzt oder Internist aufsuchen, bevor er wieder in den Sportbetrieb einsteigt, weil die Gefahr Herzmuskelentzündungen sehr groß ist. Und das wird häufig unterschätzt, gerade bei den Jungen. Leistungsorientierten Sportler, die meinen, ach, es geht ja wieder und fangen leider dann immer zu früh an. Wir sprechen ja heute über das Thema Mikrostrom im Amateursportbereich, gerade im Fußballbereich. Und jetzt ist dazugekommen der Nils, der auch schon Erfahrung gemacht hat. Ich sage jetzt auch einfach mal du, ne? Haben wir jetzt vorhin auch gemacht. Ich glaube, das ist im Podcast, in dem Podcast- und Social-Media-Genre durchaus normal. Und vielleicht, du kriegst ja nochmal von deiner Seite als Therapeut wieder angefangen. Was waren so die Hauptbeschwerden, an denen ihr gearbeitet habt? Ja, interessant beim Nils ist, Nils kennt beide Seiten. Einmal den leistungsorientierten Bereich, weil er bei Bayer Leverkusen war. Und natürlich jetzt auch den Amateurbereich. Er kann das also von beiden Seiten mal beleuchten, auch da mal zeigen. Und beim Nils, er hat Schichtdienst und da ist er halt dann oft so, dass er müde auch durch den Schichtdienst dann auch abgekämpft vor dem Training ist. Und dann macht es halt Sinn, dort regenerativ zu arbeiten. Aber das soll man auch selber berichten, wie seine Erfahrungen da sind. Ja, hallo, das ist meine Runde. Genau, wie Christian schon sagte, ich bin viel im Schichtdienst aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit aktiv
Und gerade in dem Bereich hat mir die Behandlung durch Mikroenergie, sage ich mal, geholfen, weil man da verschiedene Programme hat, wo man regenerativ arbeiten kann, gerade dann nach Nachtschichten auch oder vorm Training. Wenn es dann auf den Fußballplatz geht, war das dann noch sehr hilfreich, weil man schließt sich dann quasi an den Strom und ist dann danach, man ist jetzt nicht Hulk, wenn man aufsteht, aber man fühlt sich doch deutlich erholter. Und ja, das ist doch schon ein gutes Gefühl an Lebensqualität. Hattest du geistig dich frischer gefühlt, körperlich? Wo lagen für dich jetzt die Unterschiede? Beides. Ne? Es kommt ja auch, glaube ich, dann darauf an, welches Programm man jetzt anschließt. Geht es jetzt um die Beine oder geht es dann in den Bereich Richtung Kopf oder so? Ne? Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also grundsätzlich hat man da schon eine gewisse Frische gespürt nach diesen Behandlungen. Ich denke auch, so gerade Mikroenergie ist ein Thema, da muss man sich drauf einlassen. Gerade auch kopftechnisch, ne? Weil man, ja, sage ich mal, wenn man da noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt hat in dem Bereich, man geht dann erstmal ran und fragt, okay, was bringt das überhaupt? Weil sonst, man kennt so Physiotherapie nur durch Massagebehandlungen. Und das ist, glaube ich, dann gerade für Leute, die in dem Aspekt noch nie Berührungspunkte gesammelt haben, eine neue Erfahrung. Ne? Okay. Mhm. Wie war das denn, du, also deine Zeit in Leverkusen, da bist du ja auch schon in Berührung gekommen mit Mikroenergie. Ja, das liegt jetzt schon ein paar Jährchen zurück, aber auch da, das war eigentlich von der Anwendung dasselbe, wie es heute gewesen ist. Gerade viel bei muskulären Problemchen, sage ich mal. Man wird angeschlossen und lässt dann den Strom durchlaufen. Gerade am Anfang, ich glaube, das berichten auch immer Jungs, die das zum ersten Mal machen, ne, da fühlt sich richtig unter Spannung, sage ich mal. Ne? Also da kribbelt es dann noch schon im ganzen Körper. Aber das ist ja wie bei vielen einfach so Erfahrungswerte, die man sammelt. Aber von der Therapie her, ob man jetzt, denke ich mal, in Leverkusen ist oder ob man jetzt in einem Physiozentrum ist wie hier, ist das derselbe Aspekt. Und im Bereich Verletzungen auch schon mal Erfahrungen gemacht? Oder jetzt Verletzungen, Schmerzen in diesem Bereich hineingehend, die Mikrostromtherapie schon mal angewendet? Ja, Anfang der Saison hatte ich eine Schleimbeutelentzündung in Richtung des Knies. Und da haben wir dann auch regelmäßig über diese Methode das Ganze behandelt. Und auch da, normalerweise braucht man 4 bis 6 Wochen, um wieder auf dem Platz zu stehen. Aber da war es 2, 3 Wochen, bis ich wieder auf dem Platz stand. Ne? Klar, erste Saisonspiel stand auch vor der Tür, aber man muss natürlich dann auch dahinter stehen. Es bringt dann nichts, denke ich mal, alle 2 Wochen zur Behandlung zu kommen, sondern dann auch wirklich so viel Zeit wie möglich investieren, damit man halt so schnell wie es geht wieder einsatzbereit ist. Ne? Ja, da merkt man schon die Profi-Ausbildung vom Nils. Ne? Dass, wenn er eine Sache angeht, dass er das schon dann durchzieht und mit vollem Engagement bei der Sache ist. Und das zahlt sich dann im Verlauf der Behandlung aus, weil er dann viel früher wieder in den Wettkampf einsteigen kann. Ja, nee, ich fand das auch schon mit Marvin besprochen, wie er es beschrieben hat, wie er es gesagt hat. Ich fand das gut, weil ich meine, ganz egal, ob man jetzt im Sportbereich Therapien spricht, ja, oder über im Präventionsbereich spricht, aber fehlt mir oftmals so bei den, ich nenne es jetzt mal normalen Menschen, die jetzt nicht mit dem Sport oder auch gerade mit dem Leistungssport so viel zu tun haben, habe ich immer so oftmals auch das Gefühl, die geben so ein bisschen ihre Verantwortung ab an den Therapeuten, an den Arzt. Ich gehe dahin, der macht das und treffen, nicht alle, aber einige treffen halt relativ wenig Eigeninitiative. Deswegen finde ich das ganz cool, wie ihr beide das beschrieben habt, dass man also sagt, ja, man muss sich schon ein bisschen dahinter klemmen. Man muss auch erstmal den Kopf am Anfang ein bisschen überwinden, der ganzen Sache auch mal eine Chance geben. Und das, ich kenne viele, die machen das nicht. Ja, und da geht es dann halt langwieriger, geht immer ein bisschen anders aus. Ne? Ja, das unterscheidet einen guten Spieler von einem normalen Spieler. Ja. Ja, der sich auch neben dem Training, neben dem Platz um seine Leistungsbereitschaft und Fähigkeit kümmert. Aber mich hat interessiert mal unter euch jetzt, Marvin, Nils, wie redet ihr denn in der Kabine dann über solche Sachen? Ja, ich denke mal, jeder Spieler hat ja so über die Jahre, wir sind ja jetzt auch alle nicht mehr, sage ich mal, im Juniorenalter, sondern alle auch ein bisschen gereift. Der eine mehr, der andere weniger, aber ich sag mal, jeder hat ja so seine Erfahrungen gesammelt über die Jahre, ne? Und jeder hat so seinen Aspekt. Ich sag mal, es gibt Spieler, die arbeiten regenerativ gar nicht oder lassen sich nicht behandeln oder so. Ne? Dann gibt es Spieler, die müssen das fast jeden Tag machen. Und man hat für sich so einen Weg gefunden. Der eine glaubt mehr an irgendwelche
Hände, sage ich mal, von Physiotherapeuten und die anderen lassen sich halt eben auch auf andere Methoden ein, ne? Und ist halt auch immer abhängig davon, was hast du jetzt für einen Physiotherapeut in deiner Mannschaft und welchen Weg geht der, ne? Und wenn er halt gerade dann jemand ist, der sehr viel auf Mikroenergie setzt, dann wäre es ja eigentlich auch dumm, den Weg nicht mitzugehen. Ja. Ne? Perfekt. Also vom Post-Covid, das wäre vielleicht auch nochmal eine Erfahrung, weil viele Amateursportler ja damit auch konfrontiert sind. Vielleicht kann der Nils da ein bisschen auch aus seiner Erfahrung sprechen. Wie hat er das gemerkt? Wie war das beim Training oder beim Spiel? Und wie war es? Erzähl einfach mal. Ja, gerade so. Ich hatte das an meinem Geburtstag bekommen, so die Corona-Zeit. Das war jetzt nicht der günstigste Zeitpunkt. Und hatte aber überhaupt keine Beschwerden. Und habe aber dann direkt, nachdem ich eine Woche in Quarantäne gewesen bin, habe ich direkt gesagt, ja, ich bin topfit und ich spiele direkt. Ne, habe auch direkt dann 90 Minuten gespielt, weil ich mich gut gefühlt habe. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Schuss in den Ofen, weil danach hatte ich dann doch ein bisschen Atembeschwerden und so weiter und so fort. Und dann bin ich halt eben auch hier auf Christian zugegangen und habe gesagt, okay, kann man auch in dem Bereich arbeiten, kann man da was machen? Weil normalerweise stellt man sich das ja vor, man kann nur behandeln, wenn es irgendwie um die Beine geht oder so. Ne? Aber auch da versicherte er mir, dass es da Methoden gibt, auch durch Mikroenergie. Ja, und da habe ich gesagt, klar, was habe ich zu verlieren, mache ich das Ganze mal. Auch da dann am Anfang natürlich mit einer gewissen Skepsis gegenübergestanden. Aber nach, ich denke mal so ein, zwei Wochen hat sich das Ganze schon ausgezahlt. Ne? Also ich kam wirklich nach hier und ich war träge, schlapp und so weiter. Aber dann wirklich nach ein, zwei Wochen Behandlung, dann auch mit mehr Training wieder. Man muss dann auch wirklich auf seinen Körper hören, als kleine Empfehlung, gerade nach Corona, weil damit ist einfach nicht zu spaßen. Aber durch die Behandlung fühle ich mich jetzt, das Ganze ist jetzt seit dem Tag, wo ich Corona habe, ich glaube 2 Monate her, jetzt fühle ich mich wieder richtig gut. Ne? Das war sie, unsere illustre Runde zum Thema Einsatz Mikrostrom im Amateursportbereich. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken an die Teilnehmer, an die beiden Sportler und natürlich auch an Christian Fulzaupe, dass er dies möglich gemacht hat. Wie immer und wie gewohnt, Informationen erhalten Sie natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Und natürlich vergessen Sie nicht, abonnieren Sie unseren Kanal, wo Sie uns auch immer hören, wo Sie uns auch immer konsumieren. Und schauen Sie mal in den sozialen Medien nach dem Hashtag Luxamed von Instagram, Twitter bis zu Facebook. Und auch dort sind Sie natürlich herzlich eingeladen, uns zu folgen. Damit verabschiede ich mich aus dieser Folge, aus dieser Episode und sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.